Genau. Ah. Das muss abbrechen. Nee, wir müssen das jetzt rüber. Vorsicht, das hängt da oben in der Skulptur. Jetzt ziehen wir das beiseite. Genau. Es war nicht so einfach, das Kunstwerk zu enthüllen, das seit 25. August in Hainichen bestaunt werden kann. Aus der Ferne betrachtet ähnelt es den in verschiedenen Möbelhäusern angebotenen Stehlampen aus Papier. Und es hat tatsächlich etwas mit Papier zu tun. Denn aufgestellt wurde das Werk neben dem Friedrich-Gottlob-Kellerbrunnen. Der 1816 in Hainichen geborene Keller war der Erfinder des Verfahrens zur Papierherstellung mittels Holzschliff. 2008 gab es unten am Kellerbrunnen einen großen Menschenauflauf. Damals, auf den Tag genau 100 Jahre nach seiner Einweihung, erhielt der Brunnen eine neue Büste. Ich habe mich dann aufklären lassen, weil diese Büste keine Arme hat, heißt es nicht Büste, sondern Herme. Gegossen in Lauchhammer. Der belgische Künstler Stien Ank, der eigentlich heute unter uns sein wollte, der aber kurzfristig absagen musste, hat zusammen mit Kurator Alexander Ochs für dieses Kunstwerk am Rand des Gellertplatzes einen gleichsam präsenten wie geeigneten Ort gefunden. Es soll mit dieser Statue, mit der Endless Column, ein wichtiges Kapitel der Geschichte der Stadt Hainichen ja, in den Fokus gestellt werden. Anlässlich Chemnitz, Kulturhauptstadt 2025. Dinge für die Realisierung des heutigen Tags hat die Stadt in die Hand genommen. Finanzielle und künstlerische Dinge erfolgten durch das Management, Herr Schmidtke, der europäischen Kulturhauptstadt. Kunst kann Verbindungen herstellen, für welche unsere Vorstellungskraft im Alltag oft nicht zureicht. Dieses Kultur schafft auch noch etwas anderes. Es schafft die Brücke zu unserer eigenen Geschichte. Es erinnert uns daran, dass wir in Hainichen sehr, sehr stolz auf unsere Geschichte sein können. Vor genau 16 Monaten haben wir am Edeka-Markt der Generationen, viele von Ihnen waren mit dabei, eine Bildergalerie eingeweiht. Vielleicht sind Sie auch hier vorbeigefahren oder wenn Sie dann die Stadt verlassen, achten Sie darauf, da sind viele Persönlichkeiten mit einem Bezug zu Hainichen, fast alle hier geboren oder haben hier gelebt. Der Papierstapel, wie die Endless Column schon vor der Enthüllung genannt wird, schafft diese Verbindung. Ohne Keller und seine revolutionäre Erfindung wäre die Massenfertigung von Papier nicht möglich geworden. Daher ist Erklärung und Sinn dieser Skulptur ähnlich einfach wie der Silberbrocken in Freiberg, der Trashstone 689, den wir vor 8 Wochen eingeweiht haben. Unsere Gegend ist zu dem geworden, was sie ist, dank des Erfindungsreichtums der Sachsen, aber auch der Bodenschätze, welche die Besiedlung des Meriquidi und damit auch unserer Gegend erst auf den Weg gebracht haben. Der für die Regionalentwicklung in Sachsen verantwortliche Minister Thomas Schmidt war bei der Enthüllung des Kunstwerkes am 25. August dabei. Eine maßgebliche Idee, was sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass Chemnitz überhaupt diese Kulturhauptstadt bekommen hat, ist die Vernetzung mit der Region. Also es ist eigentlich Kulturregion Europas, Chemnitz 2025. Und als es dann losging mit dem Purple Path, immer mehr Kommunen kamen dazu, das war einfach großartig, welches Interesse da in den Kommunen vorhanden war, einfach hier mitzumachen. Also hier in Hainichen, aber viele andere eben auch, 38 sind es nun insgesamt und Stück für Stück werden nun die Kunstwerke sichtbar. Und Herr Ochs, wir haben vorhin gerade drüber gesprochen und Oesnitz, dann ging es, wie kann man denn das Management überhaupt finanzieren? Und da haben wir dann als Ministerium und mit unseren Fördermöglichkeiten sind wir dort mit eingesprungen, 400.000 Euro, um das Management zu organisieren. Und das geht ja dann auch nochmal weiter. Denken Sie immer daran, Sie sind Gastgeberinnen und Gastgeber für ganz Europa. Es werden sehr viele Menschen zu Ihnen kommen, die sich möglicherweise hier ein bisschen verlaufen oder neugierig sind. Nehmen Sie die herzlich auf. Freuen Sie sich, dass diese Menschen zu Ihnen kommen. Chemnitz, Kulturhauptstadt 2025. Ein riesiges Ereignis für die Region. Gerne hätten wir heute hier den Künstler Stien Ank begrüßt. Allein hat überraschenderweise morgen einen Termin in seiner belgischen Gießerei. Der Zug nach und von Chemnitz braucht jeweils 10 Stunden. Und er hat mich angerufen vorgestern und hat gefragt, muss es wirklich sein? Ganz ehrlich, er kommt dann im April zu unserer großen Eröffnung und steht Ihnen dann gerne auch Ihnen allen gemeinsam für ein Gespräch zur Verfügung. Stien Ank ist 1977 geboren
und ist das, was man einen sehr erfolgreichen Künstler nennen kann. Seine Arbeiten sind nicht nur seit heute in der Sammlung des Purple Path hier in Hainichen. Sie finden eine seiner Arbeiten auch im Louvre in Paris, im Museum for Contemporary Art MoCA in Taipei in Taiwan und im Van Eppel Museum in Eindhoven zum Beispiel. Der Künstler schaut auf insgesamt 70 Ausstellungen zurück und war im Jahr 2022 unter anderem zur Manifesta 14 in der Weltkulturerbestadt Pristina eingeladen. Dort habe ich ihn für den Purple Path entdecken können. Und deswegen steht nun in Hainichen Endless Column, die endlose Säule.